InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Ein herzliches Grüß Gott. Wir haben heute den Tag der offenen Tür. Es herrscht bereits ein reges Treiben und ich möchte Sie zu einem Rundgang durch unsere Schule einladen. Die Höhere Technische Lehranstalt Innviertel Nord wird derzeit als 5-jährige Höhere geführt, die mit Matura abschließt. Wir sind aber sehr bemüht und die Forderung der Wirtschaftstreibenden unterstreicht auch unser Vorhaben, in absehbarer Zukunft eine Fachschule einrichten zu können. Die Fachrichtung unserer HTL ist Werkstoffingenieurwesen mit einem Schwerpunkt Kunststoff- und Umwelttechnik, eine Ausbildung, die derzeit nur 3-mal in Österreich angeboten wird. Diese Fachrichtung weist ein nahe Verhältnis zum Maschinenbau und aufgrund des Ausbildungsschwerpunktes Kunststoff- und Umwelttechnik auch zur Chemie auf. Wir halten diesen Zweig für äußerst zukunftsträchtig, da Werkstoffe die Basis für jede Weiterentwicklung im Bereich Fertigung und Produktion darstellen. Unsere Schule wird derzeit von 213 Burschen und 37 Mädchen besucht. Sehr erfreulich ist der außerordentlich hohe Mädchenanteil von fast 15%, ein Zeichen, dass in Bezug auf Mädchen und Technik bereits ein Umdenken vor sich geht. Die Ausbildung umfasst zu einem Drittel einen praktischen Teil in unseren Werkstätten, die sich alle in Andorf befinden und bestens ausgestattet sind. Ein weiteres Drittel unserer Ausbildung bezieht sich auf die Fachtheorie. Wir kooperieren sehr eng mit Betrieben. Sämtliche Diplom- und Praktikumsarbeiten des letzten Matura-Jahrganges wurden in Zusammenarbeit mit Firmen gemacht und daher wissen wir auch, was wirklich in den Betrieben los ist, was bzw. wen sie brauchen und welches Können ein Absolvent, eine Absolventin unserer Schule mitbringen muss. Das letzte Drittel der Ausbildung umfasst die Allgemeinbildung. Wir brauchen Techniker, Technikerinnen, die nicht nur in ihrem Fach top sind, sondern die auch eine gute Allgemeinbildung haben. Was zeichnet nun die HTL Innviertel Nord hier in Andorf aus? Zum einen sicherlich die fundierte Ausbildung, gekoppelt an eine Fachrichtung Werkstoffingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Kunststoff- und Umwelttechnik, die sehr zukunftsträchtig ist. Ein weiterer Punkt, die Absolventen und Absolventinnen sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Sie haben beste Jobaussichten und werden wahrscheinlich auch die Karriereleiter hochklettern. Ein weiterer Punkt ist der überaus ungewöhnlich hohe Mädchenanteil an einer HTL. Wir haben fast 15%. Und ich finde das sehr schön, weil man sieht, dass Mädchen und Technik sich nicht widersprechen. Wie man ja sieht, wir sind eine kleine HTL und wir haben eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Wir alle fühlen uns hier sehr wohl. Und ein letzter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, wir sind eine Jugendschule und wir können gestalten. Wir, die Schulgemeinschaft, hat in den letzten 6 Jahren eine Schule gestaltet. Eine Schule mit einem sehr guten Ruf. Eine Schule, in der eine Top-Ausbildung garantiert ist. Wir haben aber auch eine Schule gestaltet, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit. Und das bedeutet, der Mensch mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen. Und das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Hier wird eine neue Generation von Ausbildung vermittelt. Und speziell die Betriebe, die im Werkstoffingenieurwesen tätig sind, das heißt also, die in ihrer Produktion Sortimente anbieten, die mit verschiedenen Materialien in Verbindung sind, sind sehr froh, dass sie hier bereits mit Projektarbeiten der Schüler sich überzeugen können, was alles in ihren Betrieben noch möglich ist. Für unsere Schule sind Partner außerordentlich wichtig. Wir kooperieren auch sehr, sehr eng mit Betrieben. Wir möchten bei diesen Betrieben einmal Danke sagen und stellvertretend für die vielen Firmen haben wir 2 Unternehmer eingeladen. Natürlich ist das Thema Werkstoff
ein großes Thema für uns. Wir kommen zwar aus dem Werkstoff Holz, aber mittlerweile ist es ja so, dass wir sehr viel mit Kombinationsmaterialien, mit Verbundwerkstoffen zu tun haben, sei es im Metallbereich, sei es im Kunststoffbereich, die ja alle verschieden reagieren. Und das ist natürlich immer ein großes Thema bei uns. Gerade die Werkstoffkenntnisse werden immer wichtiger. Und darum ist das eigentlich ein zentrales Thema natürlich auch für uns. Als mittelständisches Unternehmen ist es für uns ganz wichtig, Leute zu bekommen, die also eine grundsolide Ausbildung haben. Und wir beschäftigen uns ja auch mit Kunststoffen. Das heißt, wir haben Sensoren, die aus Kunststoffmaterial bestehen. Und so können wir besonders diesen Schultyp ganz besonders benötigen und auch unterstützen.